Überraschung! Beim neuen Kinofilm von Til Schweiger wurde diesmal nicht der Zuschauer, sondern der Star reingelegt. Um das fehlende Geld für seinen Film One Way zu bekommen, hatte er sich mit einem angeblich vermögenden Scheich getroffen. Es stellte sich jedoch heraus, dass dieser gar nicht vermögend war. Der Scheich war laut Schweiger nur auf Party und Alkohol aus und hatte ihm deshalb etwas vorgespielt. Naja, jetzt weiß der Til wenigstens, wie das geht. Aber keine Entwarnung für die Zuschauer. Das Geld hat Til Schweiger trotzdem noch bekommen. Von einem Freund. Dabei hätte er das auch einfacher haben können. Er hat doch so viele Kinder. Warum macht er es nicht wie Tracy Hawk? Die bietet unter Biteshake.com ihren 15 Monate alten Sohn als Werbefläche an, beziehungsweise seine Kleidung, auf die Unternehmen ihre Werbung drucken können. Das Geld bekommt angeblich Jake selber, wenn er volljährig ist, zum Beispiel um sich das Studium oder ein Auto zu finanzieren. Oder einfach nur, um möglichst schnell zu Hause auszuziehen. Kein Schweiger übrigens ist der Urinalkommunikator, das welterste und einzige interaktive Kommunikationssystem für Urinale. Der Uricom spricht den Benutzer mit Werbebotschaften an, sobald dieser vors Stehklo tritt. Unterstützt wird das Ganze durch Bilder, Animationen und Lichteffekte. Naja, vielleicht bringt das die Typen ja dazu, sich öfter hinzusetzen. Wobei die Werbung die Jungs dann spätestens beim Händewaschen einholen wird. Okay, nur die Partys betrifft. Ja, es gibt jedenfalls jetzt auch schon Spiegel, die Werbung einblenden können. Aber es gibt noch was Besseres. Spiegel, die sprechen. Aber glücklicherweise nur dann, wenn sie sollen. Wie zum Beispiel der Magic Mirror. Der ist an die Alarmanlage des Hauses angeschlossen und meldet sich als Butler Basil, sobald etwas Unvorhergesehenes passiert. Good day, I am Basil the Thematic's Butler at your service. Statt von einem Spiegel kann man sich übrigens auch von einem Plüschpapageien oder Piratentotenkopf benachrichtigen lassen. Und wenn die laut genug schreien, hören sie das sogar im Urlaub. Ja, man kann wirklich nur hoffen, dass sie von Einbrechern verschont bleiben. Die stellen ihnen sonst noch das ganze Zimmer auf den Kopf. Okay, sowas können allerdings nicht nur fiese Einbrecher machen, sondern auch gute Freunde, wie sie in diesem Video sehen können. Danke an alle Tippgeber. Tja, am besten der junge Mann betrinkt sich einfach ganz schnell. Dann ist alles wieder richtig rum. Naja, letztlich kann man sich vor Einbrechern und Freunden wohl nicht schützen. Also benutzen sie ihre Spiegel lieber wieder wie gehabt. Nein, nein. Ich meine zum Hübschmachen. Aber bitte nicht so ein Einheitslook, wo sie dann wieder dauernd angesprochen werden. Bist du nicht der aus dem Schaufenster? Am besten, sie holen sich hier ein paar Styling-Tipps bei London Street Fashion. Dort können sie sich angucken, was modemäßig bei den hippen Linksfahrern gerade angesagt ist. Wie etwa der, nee, ich friere gar nicht Look. Ja, und in Covent Garden zum Beispiel geht man zurzeit ohne Milchshake gar nicht erst vor die Tür. Was ja übrigens immer geht, ist der Retro-Look. Und nicht nur bei Klamotten, auch beim Handy. Also basteln Sie sich doch einfach mal das hier nach. Das Wählscheiben-Mobiltelefon. Total retro, total cool. Da gucken Ihnen sogar die hippen Viertelfinalausscheider neidisch hinterher. Ja, und dann fehlt nur noch die passende Telefonzelle. Ja, in Sachen Retro-Look habe ich noch einen Tipp für Sie. Nein, nicht mit Mutti einkaufen, sondern alte Plattencover. Und hier gibt es ein paar besonders schöne Exemplare davon. Wie zum Beispiel die LP von Country Church oder der unvergessenen Choice Drake. Und es gibt noch viele andere bizarre Fotos zu entdecken. Ja, und gerade wenn die Künstler keine Klamotten anhatten, scheint ihnen, oder zumindest ihm, das Shooting besonders viel Spaß gemacht zu haben. Und hier noch unsere Spieletipps. Ja, wir machen Ihnen nichts vor. Das hier sind wirklich alles tolle Spiele. Das war Ehrensenf. Ich bin Katrin. Tschüss. Achtung, Achtung. Eindringling im Studio. Alarm. Das ist nur der Schweiger. Der braucht noch eine weibliche Hauptrolle. Optimist.